You must believe in spring. Du musst an den Frühling glauben. So lauten die Liedzeilen von Michel Jean Legrand, dem französischen Komponisten und Pianisten. Viele Menschen machen in diesen Tagen und Wochen eine Durststrecke durch. Sie wandern durch ihre je persönliche Corona-Wüste. You must believe in spring. Du musst an den Frühling glauben. Mai, alles sprießt und grünt. Frühling im Turbotempo. Eidechsen, Schmetterlinge, frische Blätter, blühende Rhododendren in allen möglichen Farben. Alles auf Liebe und Erleben im Wonnemonat Mai, eigentlich. Im Herzen dagegen Sorgen und Angst. Was wird morgen sein? Was wird bleiben nach der Corona-Wüstenwanderung? Wird es für mich noch einmal so richtig Frühling werden? Leicht und unbeschwert im Wonnemonat Mai, ganz verliebt ins Leben. Aber wo ist mein altes Leben geblieben? Ja, vielleicht doch. Und gerade erst recht, you must believe in spring. Du musst an den Frühling glauben. Das Volk Israel bekam in der Wüste ein starkes Wort ins Herz gesprochen. Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Ein starkes Wort in dürren Zeiten. Eine Feststellung, an der es nichts zu rütteln gilt. Gott hat uns durch die Werke unserer Hände gesegnet, damit wir einander gut tun. Also, glaub an den Frühling. Glaube daran, dass du dein Leben wieder anpacken kannst. Und schau dich um. Es ist Frühling. Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Wolfgang Hust, evangelischer Pfarrer für Schopp, Kriegenbach, Linden, Quaidersbach und Horbach.